Wir hatten ja vorhin bei der semantischen Äquivalenz der Vor- und Wahlschleife gesehen, dass sie zum Teil nicht gilt, wenn man die Continue-Anweisung benutzt. Das schauen wir uns mal an einem Beispiel an. Hier ist eine Vorschleife. Schritte wird durchlaufen, der Wertebereich von 1 bis 4 wird hier durchlaufen. Und if Schritte kleiner 3 ist, wird Continue aufgerufen. Und dann wird hier Schritte ausgegeben. Jetzt wird entsprechend der Umformungsregeln, die wir vorhin gesehen haben, vorgegangen. Hier wird diese Blockanweisung eingeführt. Hier die Initialisierung, jetzt hier die Wahlschleife. Das ist die Iterationsanweisung, das ist dieser Teil. Und dann kommt der Inkrementausdruck, das ist dieser Teil. Und damit ist die Iterationsanweisung beendet. Was passiert jetzt hier oben? Schauen wir uns das hier an. Hier wird Schritte mit 1 initialisiert, dann wird überprüft, 1 kleiner 5 ist der Fall, also wird die Iterationsanweisung ausgeführt. If Schritte kleiner 3, ja, 1 ist kleiner 3, continue. Also wird ans Ende des Schleifenrumpfes gesprungen. Ja, und als nächstes wird jetzt ausgeführt Schritte plus plus. Schritt ist hier 2, 2 kleiner 5. If Schritte kleiner 3, 2 kleiner 3, continue. Schritte plus plus, 3, 3 kleiner 5. If Schritte kleiner 3, nein, Schritte enthält ja jetzt den Wert 3. Also wird ausgegeben 3. Schritte plus plus und im nächsten Schritt wird 4 ausgegeben. Und dann ist Schritte gleich 5 und die Vorschleife ist beendet. Was passiert jetzt aber, wenn man dieses Vor entsprechend der Regeln, die ja vorhin angegeben wurden, umformt? Schritte wird mit 1 initialisiert. Weil Schritte kleiner 5, die Blockanweisung hat jetzt hier semantisch keine Bedeutung, if Schritte kleiner 3, ja, continue. Was aber dazu führt, dass dieses continue jetzt dieses Schritte plus plus überspringt. Es wird ja an das Ende des Schleifenrumpfes gesprungen. Und in Schritte ist jetzt immer noch der Wert 1 gespeichert. Und das bleibt auch so. Das heißt, hiermit bekomme ich eine Endlosschleife. Continue überspringt dieses Schritte plus plus, springt also an das Ende der Schleife, sodass diese Bedingung hier immer false ist, immer true ist und ich damit eine Endlosschleife produziere. Das heißt, die semantische Äquivalenz ist nicht gegeben. Grund ist, bei der Vorschleife wird noch der Inkrementausdruck ausgewertet. Es wird ans Ende der Schleife gesprungen und dann kommt noch der Inkrementausdruck, der berechnet wird. Ein seltener Fall, aber man sollte sich ihn schon merken.